Gott, herzlichen Dank, dass Sie uns eingeladen haben, unsere schöne neue Abteilung vorzustellen. Die A15 ist die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz. Wir sind ein Amt, möchten es aber nicht mehr sein, nennen uns Abteilung. Und weil das Ganze noch immer zu lange war, haben wir gesagt, wir branden auf A15. Das ist zwar eine klassische Bezeichnung, aber wir nehmen es jetzt einfach und machen vielleicht was Kreatives draus. Die Abteilung für, ich sage es jetzt kurz, Wirtschaftsentwicklung hat sich vor allem im letzten Jahr sehr stark auf die Kreativwirtschaft konzentriert. Wir haben eine eigene Geschäftsstelle eingerichtet, das Creative City Management, weil die Kreativwirtschaft ja ein Aspekt ist, der sich ja in allen anderen Bereichen wiederfindet. Kreativität, Kreativwirtschaft ist eine Querschnittsmaterie. Wir haben gesagt, wir fokussieren jetzt drauf, weil es das Zukunftsthema ist. Wir versuchen auf der einen Seite die Rahmenbedingungen für Kreativunternehmen vielleicht ein bisschen zu lockern in der Stadt, soweit es mit unseren rechtlichen und formalen Kriterien machbar ist. Und auf der anderen Seite, als City of Design, wollen wir diese Kreativität in der Stadt sichtbarer machen, und zwar mit diesem wirtschaftlichen Aspekt vor allem. Was kann Design, in weiterer Folge natürlich Kreativität, welche Wertschöpfung bringt sie dem Standort? Das ist jetzt auf der einen Seite, wir arbeiten ganz stark mit der Creative Industries Styria zusammen. Wir sind beteiligt an der Creative Industries Styria, in weiterer Folge nenne ich sie dann CIS. Und dadurch sind wir auch auf die Idee gekommen, dass wir ja als Dienstleister am Volk, als Dienstleister mit der Zielgruppe speziell Unternehmen, auch den Zugang zu uns erleichtern müssen und dann einfach besser darstellen müssen. Wir haben dann in einem sehr langen Prozess versucht, schon einmal unser Branding generell zu ändern, also ein bisschen herauszuheben aus dem allgemeinen CI der Stadt. Und wie jeder weiß, der mit der öffentlichen Hand zu tun hat, es ist nicht einfach. Wir haben auch sehr dafür gekämpft, haben dann eine Lösung gefunden, dass wir einfach für die Unternehmer sichtbarer werden. Ich darf es nur ganz kurz zeigen, es ist knallgelb mit schwarz kombiniert und grüner Schrift. Dann haben wir gesagt, aber das reicht irgendwie noch nicht. Wir müssen trotzdem unser Haus öffnen. Wir wollen auch für die Unternehmer zugänglich sein. Wir wollen eine Plattform bieten, wir wollen eine Wissensdrehscheibe bieten. Sie sollen sich bei uns willkommen fühlen. Das ist natürlich auch nicht so leicht, weil irgendwo hängt dann doch der Amtsschimmel in so einem Amt. Und das sieht man vor allem an dem Bereich Aktenschränke, keine leicht begehbaren Räume, es ist alles so verwinkelt. Es ist einfach, die Türen sind verschlossen, das ist das Problem. Keiner traut sich irgendwo anklopfen und Fragen stellen oder überhaupt um etwas zu bitten. Dann haben wir gesagt, wir müssen was tun. Wir müssen auch diese Offenheit in unseren Räumlichkeiten widerspiegeln auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wachsen wir ständig und brauchen mehr Büroräumlichkeiten. Dann sind wir zur CIS gegangen, die ein Leitprojekt haben, das sich Design to Business nennt. Das versucht, Designer und etablierte Unternehmer stärker zusammenzubringen über Projekte. Das heißt, wir als Auftraggeber sind zu CIS gegangen, haben unser Problem dort erklärt, haben gemeinsam mit der CIS dieses Problem formuliert und haben anhand eines Wettbewerbs ausgeschrieben und gebeten um Lösungen zu diesem Problem. Die CIS hat das Ganze begleitet und moderiert, der Herr Schrempf kann heute nicht da sein, lässt aber jeden, den er kennt, grüßen, herzlich, sonst hätte er selber erklärt. Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie übrigens dann vorne am Informationstisch. Nochmal zurück zu unserem Ergebnis. Wir haben dann zwei unheimlich tolle Projekte bekommen und wir konnten uns nicht entscheiden, welches nehmen wir. Auf der einen Seite war ein Architekturbüro da, das jetzt eigentlich mehr so die baulichen Maßnahmen umgestaltet hat. Auf der anderen Seite war ein Designbüro da, eine Designagentur, die gesagt hat, ja, fällt noch ein bisschen was, wir müssen das trotzdem anders angehen. Wir haben gesagt, passt, dann nehmen wir beide. Und wir setzen sie gemeinsam an den Tisch. Und da darf ich jetzt gleich weiterleiten an den Herrn Franz Lammer von der damaligen Agentur, also von der Agentur En Garde. Und alles andere klärst du weiter, glaube ich.
Danke. Gut, Chris. Ich werde es ganz kurz und prägnant erklären und wir werden uns ein paar Bilder anschauen, aber ich glaube, ich werde versuchen, den Nutzen für Kreativwirtschaft in Kombination mit Unternehmen und mit Institutionen darzustellen. Wir sind, und ich spreche jetzt mit wir, von der Agentur Ungard und vom Studio WG3, von den Architekten, die ich gemeinsam vertreten darf. Wir haben uns da nämlich auch gut befreundet bei diesem Projekt. Wir haben uns gefreut, dass wir eingeladen worden sind von der Stadt Graz, den Facelift vorzunehmen und auch die WG3s, die wir dann natürlich auch gekannt haben als innovative Architekturstudio. Und wie man so sieht, das Bild hat auch dem realen Leben entsprochen. Also es war im Endeffekt, man ist in dieses Amt gekommen und es war da drinnen leer und man hat auch keinen gefunden. Das heißt, so dieser Parteienverkehr hat schon nicht funktioniert. Es ist zwar schön eingerichtet mit Pflanzen und mit Besprechungsraum, aber es ist dort nie jemand gesessen. Das heißt, wir haben relativ rasch gemeinsam mit den Architekten an dem Raumkonzept gearbeitet. Wir haben gewusst, wir haben drei Probleme zu lösen. Einerseits den internen täglichen Alltag der Mitarbeiter dort, das sind 25 Mitarbeiter drinnen. Wir haben im Endeffekt einen Parteienverkehr von Menschen, die einfach im Amt einen Amtsweg haben, die einen Termin haben mit den Amtsleitern, die im Endeffekt sie informieren wollen über Stadttourismusprojekte, Wirtschaftsprojekte. Und wir haben, was die A15 da schon gemacht hat, sie hat gesagt, Signal geben, wir wollen auffallen. Und gleichzeitig, was die A15er sehr regelmäßig macht, sind Netzwerkabende für Startups, für wirtschaftstreibende Treffen, einzelne Club Zukunft, Themenabende zu einzelnen Projekten, was auch in ihrer eigenen Homebase nicht möglich war. Deswegen haben wir gesagt, wir reißen, und jetzt kommt der vierte Faktor dazu, das Budget, eigentlich wenig Budget, um bauliche Maßnahmen zu machen, vielmehr, und das ist vielleicht interessant, was wir vorher gehört haben, vielmehr könnte man nicht die Oberfläche gestalten, könnte man sie da ein bisschen behübschen, was aber eigentlich zu wenig ist, wenn wir das Problem lösen wollen. Man kann nicht einfach nur die Oberfläche gestalten und eine Wand anmalen, das ist zu wenig. Deswegen haben wir gesehen, wie steht das Haus dort am Platz, ein sehr prominenter Platz mit Blick auf den Schlossberg. Was können wir machen mit wenig baulichen Maßnahmen, mit wenig Wand durchrissen? Und wie können wir den Marktplatz, den ja die Firma repräsentiert, jetzt von der Kommunikation her, auch ins Haus holen? Und wie können wir den Parteienverkehr und die Veranstaltungen und das interne Leben im Büroalltag gleichzeitig verbessern? Das heißt, relativ viel Anspruch, relativ viel Herausforderungen. Und wir haben dann relativ rasch ein Konzept gehabt, wo wir gesagt haben, mit wenig baulichen Maßnahmen, mit wenig Öffnung nach außen, mit wenig lichtdurchflutenden Maßnahmen, jetzt von der Architekturseite her, mit einer neuen Funktionalität dieses Atriums, das eigentlich wunderschön ist, wo man eigentlich sich sehr gerne aufhalten möchte, aber niemand dort war, und mit einzelnen strategischen Durchbrüchen quasi, die dann auch wichtig sind für den Verkehr der einzelnen Personen, die dort arbeiten, haben wir gemeinsam eine ganz gute Lösung geschafft, nämlich hier, das sind jetzt echte Fotos und keine Renderings mehr, beim Stiegenaufgang schon versucht, mit einer optischen Täuschung da ein ganz interessantes Branding, ein riesiges Branding, da kann nur die A15 sein, weil das steht von mir 2 Meter hoch. Aber wenn ich weitergehe, löst sich dieses Logo wieder auf und man sieht eigentlich, dass wir da im Endeffekt diese optische Täuschung von vorne, von der Wand bis hinten zurück durchgezogen haben und damit schon ein ganz kreatives Erlebnis in diesem Raum geschaffen haben und das Branding dadurch produziert haben. Und man sieht am nächsten Schritt, okay, da geht es rein und da drinnen, dadurch, dass jetzt die Räume geöffnet worden sind, man sieht es am nächsten Bild, die Räume geöffnet worden sind, man sieht gleich, da sitzt die Empfangsdame drinnen, man hat gleich Blickkontakt, man wird gleich empfangen, man ist nicht verloren und irrt da nicht herum. Gleichzeitig sieht man, aha, da drinnen findet eine Besprechung statt, ich setze mir jetzt nochmal an die Kaffeetheke und diese schöne Konstruktion, die sich angepasst hat an dieses Atrium, an diese Form, hat eine totale Funktion, nämlich Kaffeemaschine und Kopierkammerl. Und das sind die zwei Orte, wo sie am meisten abspielt in einem Büro. Dadurch, die zwei haben wir gesagt, die Kaffeemaschine war versteckt in einem hinteren Büro und das Kopierkammerl war woanders versteckt in einem hinteren Büro. Das heißt, im Alltagsleben hat sich niemand getroffen, es war irgendwo immer verwinkelt. Und wir haben das alles gesagt, nein, das kommt raus in den schönsten Platz, den wir haben, nämlich in diesen öffentlichen Platz, weil dadurch entsteht die Dynamik in dem Raum. Und wir können im Endeffekt durch den einen Durchbruch
und auch gelöst, dass sich keiner mehr verwinkelt irgendwo suchen muss, sondern es ist da eine Hauptverkehrsroute durch dieses Atrium, gleichzeitig der Kaffeemaschine, gleichzeitig Kopierer und dadurch eben dieser Marktplatz, wie eben für die Stadt Graz auch draußen, ein Verkehrsknotenpunkt und ein Platz, wo sich die Menschen treffen können. Und das ist so quasi die Grundidee dahinter. Designtechnisch sieht man es jetzt nur in Ausführung, Besprechungsraum, hell, schön durchflutet, lichtdurchflutet mit Blick auf den Schlossberg, halb öffentliche Räume, wo sich die Mitarbeiter, aber auch Gespräche auf diesen Stehpulten, die auch von den WG3-Architekten designt sind, treffen können. Hier ein Blick in das Kopierkammerl und hier quasi der Empfangsbereich. Ich springe da noch weiter, das war die Eröffnung. Das sieht man von oben, dass dieser Marktplatz dann jetzt schon in Funktion ist und die Stadt Graz hat jetzt drei Sachen, nämlich einerseits sagen wir mal, ein lebenswerteres und ein attraktiveres Büro. Sie hat eine schöne Möglichkeit, Parteienverkehr abzuwickeln und sie kann hier die Möglichkeit, eigene Netzwerkveranstaltungen für die Wirtschaft und für die Kreativwirtschaft umzusetzen. Jetzt bin ich absichtlich, so habe ich so Gas geben, damit sie das ausgeht. Und man kann sich das im Detail noch anschauen. Ich glaube, was für mich jetzt noch wichtig ist zu erwähnen ist, und das ist vorher auch schon erwähnt worden, auch von der Vizepräsidentin, dass wir jeder Wirtschaftsbetrieb und jedes Unternehmen ist einmal prinzipiell kreativ, beziehungsweise braucht Innovationen, Ideen und Kreativität. Gleichzeitig haben viele Institutionen, Unternehmen ein Problem, wie zum Beispiel ein räumliches Problem oder ein Konkurrenzproblem am Markt und braucht eigentlich Problemlösungskreativität und nicht nur Oberflächengestaltungskreativität. Das möchte ich einfach nochmal wirklich dezidiert unterstreichen. Laden Sie die Kreativen früher ein. Sie können sich zum Beispiel zu Engard wenden oder WG3, aber auch an anderen Designunternehmen und Strategieunternehmen. Es geht wirklich darum, je früher wir in den Ideenprozess involviert werden als Kreative, umso früher kann man da wirklich auch was Entscheidendes mitgestalten und nicht erst zu spät. Jetzt brauchen wir, glaube ich, eine Agentur, die uns den Folder noch designt, sondern holen Sie die Agenturen bitte früher ins Unternehmen und gehen Sie gemeinsam mit ihnen die Probleme an. Das ist vielleicht eine wichtige Botschaft generell an die Kreativwirtschaft und an die Wirtschaft. Gibt es Fragen?